because the U.S. media is definitely beating the drumbeat of war, the U.S. media likes to only focus on the so-called North Korean threat. But a lot of what the Western media talks about in terms of North Korea is really based on distorted facts. I believe what is happening right now is that the U.S. is flexing its muscle in order to intimidate North Korea. We have been here before in the past. But by deploying aircraft carriers and strategic bombers to the region, what the United States is doing is it is creating a situation of tension where even the slightest misstep can create a confrontation that can quickly escalate into to full-scale war. Egal welche Völker. Aber schade ist nur, dass so wenige Menschen sich darum kümmern. Es wird alles im Fernsehen geguckt. Nur das, was wichtig ist, das wird nicht gesehen. Und das auch, das, was wichtig ist, wird immer um diese Zeit im Fernsehen ausgestrahlt, wo die Menschen schlafen. Das arbeitende Volk noch, sage ich mal. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie schlimm es ist.